Hallo, mein Name ist Domenico Levato. Ich bin Tagwerksplaner und Geschäftsleiter bei der IBC. IBC hat sich aus einem Ingenieurbüro mit Schwerpunkt in der Tagwerksplanung zu einem Unternehmen, der viele Ingenieurleistungen aus seiner Hand anbietet, entwickelt. Unter anderem bieten wir auch Brandschutzplanung, Bauphysik, Gutachtenprüfungen, Fassadenplanung. Kann Stand heute auf fast 100 hochqualifizierte Mitarbeiter zählen und wird nächstes Jahr 60 Jahre feiern. Hallo, ich bin Sarah Dehein. Wir stehen hier auf dem Gonsberg Campus. Hier entsteht ein ganzheitlicher und zukünftig autofreier Campus für Business und Kultur. Hier befindet sich auch unser eigenes Gebäude, das als BIM-Pilotprojekt entstanden ist und seit 2018 unsere tägliche Arbeitsstätte ist. Aktuell befinden wir uns in der Richtungsphase der letzten zwei Gebäude auf dem Campus, die heißen Peak und Oval. Mein Name ist Florian Andreas, ich bin bei IBC mitzuständig für die Themen BIM-Planung, BIM-Koordination und BIM-Management. Die beiden Projekte Peak und Oval konnten wir über sämtliche Planungsphasen hinweg als BIM-Projekte umsetzen und haben dabei dann festgestellt, dass wir die Modelle, mit denen wir koordiniert haben und unsere Planer unterstützen konnten in der gesamten Findungsphase, auch gerne mitnehmen würden in den Bereich Ausführung. Bei der Recherche sind wir dann auf Gamma AR gestoßen und haben festgestellt, dass der Funktionsumfang genau diese Lücke schließen kann. Das heißt, wir haben nun in der Ausführung die Möglichkeit, vor Ort direkt Soll-Ist-Vergleiche durchführen zu können. Das gibt uns dann die Möglichkeit, dass wir mögliche Ausführungsfehler frühzeitig erkennen können und dann auch rechtzeitig darauf reagieren und somit die gesamte Ausführung unterstützen können. Insbesondere die neue Anbindung von Gamma an BIM-Collab war für uns auch ein ganz entscheidender Faktor, denn BIM-Collab wurde von uns schon als Planungstool über die Planungsphasen hinweg eingesetzt und so können wir jetzt diese Schnittstelle zwischen den Planern und den ausführenden Gewerkern nochmal vereinfachen und da wir auch unsere planenden Gewerke wirklich mit einbeziehen, das heißt, wir sehen hier die verschiedenen Mitarbeiter der unterschiedlichen Firmen wirklich auch die Technik anwenden, so können wir dann die Fragen, welche dann von der Baustelle an Planung kommen, vereinfachen und direkt über das Tool abwickeln. Kennengelernt haben wir Gamma AR über die Testversion, die ja wirklich schon den gesamten Umfang einmal abbildet. Und das ist auch das, was wir wirklich jedem potenziellen Nutzer oder Interessenten empfehlen würden. Einfach mal die Testversion herunterladen, ausprobieren und am besten mit den wirklich realen Modellen vor Ort testen. Uns hat das Ganze überzeugt und jetzt können wir damit auf jeden Fall den Funktionsumfang gut einsetzen.